Ich hoffe, es geht euch gut und ihr seid alle gesund da draußen. Vor ein paar Tagen habe ich euch ja schon dieses Ding hier angekündigt. Falls ihr das nicht mehr wisst, da oben ist der Link. Ich habe nämlich entsprechend mir ein wenig Fotoequipment vor langer Zeit bestellt von der Firma Edelkrone, wie man hier vorne sehen kann. Und die bieten nämlich was ganz Cooles an, dass man sich die Metallteile, die normalerweise mit dazu sind, 3D drucken kann. Natürlich nicht alle Teile, sonst wird das Ding nicht so gut halten. Die Schrauben und die Scharniere sind entsprechend aus Metall. Auch hier oben so ein Gummibändchen ist mit dabei, aber der Rest wird gedruckt. Und warum braucht man jetzt so ein Teil? Naja, der Bruder von dem hier ist normalerweise das hier. Das ist, wer das noch nicht weiß, ein Kugelkopf. Das kommt daher, weil das Ding halt eine Kugel drin hat. Ja?
Den Kugelkopf, den kann man normalerweise so in alle Richtungen bewegen, wie man es hier gerade sieht, und kann damit richtig cool die Kamera auf dem Stativ entsprechend bewegen. Aber wenn das nicht reicht oder man gerne mal das Teil so bewegen möchte und die Kamera da dran flanschen möchte, damit das Ding kopfüber nach unten filmt, so wie ich eben, dann braucht man halt so ein Teil hier. Denn das funktioniert manchmal mit dem Kugelkopf nicht ganz so gut. Genau, montieren tut man das Ganze normalerweise auf so einem Stativ. Und das finde ich ist echt eine coole Geschichte geworden, wenn ich mir das jetzt hier angucke. Na, Moment, ich muss hier dran festhalten und dann hier drauf montieren. Blub. Da, 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 da. Und man sieht, man kann das hin und her bewegen. Das schlägt irgendwann an, weil da eine Madenschraube unten drin ist. Und dann kann man das Teil oben dahin stellen, kann die Kamera nehmen, kann diese hier hinten festschrauben und dann hofft man, dass das Stativ nicht die Biege macht. Ihr seht, das hält, das funktioniert, das ist echt cool. Das Einzige, was jetzt vielleicht ein bisschen eventuell irgendwann die Biege macht, ist das Stativ, weil das Stativ nicht dafür ausgelegt ist, weil das richtige Stativ, was ich habe, da steht ihr gerade drauf. Von daher, ja, der nächste Schritt ist natürlich jetzt, das nächste Teil zu drucken und das wäre ein Skater. Der Skater ist sowas wie das hier, da kann man quasi hier oben drauf dieses Teil packen und dann kann man mit der Kamera hier rumfahren. Ist ganz cool, wenn man B-Roll machen möchte, zum Beispiel von Werkzeug oder 3D gedruckten Teilen. Und genau aus dem Grund habe ich das Zeug besorgt, dass ich für euch geileres Videomaterial aufnehmen kann und dass das Ganze auch ein bisschen was mit 3D-Drucken zu tun hat. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Wenn ja, gebt dem Video einen Daumen nach oben. Wir sehen uns morgen wieder. Bleibt gesund. Bis dahin. Happy Printing!